Hallo an alle Freunde meines kleinen Kanals, hier ist der Callcenter Crusher. Heute mit vier Anrufern vom Trainingmarkt, die sich als seriös darstellen wollen. Ob sie es wirklich sind, hört ihr nach dem Intro. Viel Spaß mit diesem Video. Hallo, guten Tag. Ah, jetzt geht's auf einmal. Hier ist Sandra Wolf von Portraits Online Handeln. Wie geht's Ihnen? Gut, wer ist da bitte? Anna Wolf, also Investitionsplattform sind wir. Sie haben auf unserer Plattform angemeldet, ist richtig? Ja, das kann durchaus sein. Ich habe mich auf mehreren Plattformen angemeldet. Also Sie haben ein Handelskonto bei uns, es ist immer noch nicht aktiv. Möchten Sie Ihre Kontakte aktivieren? Ja, das kann durchaus sein, aber dafür war erstmal meine Information, die ich gefunden habe, nicht groß genug. Ich habe kaum Informationen über Ihre Firma gefunden. Haben Sie unsere Webseite besucht, also die Informationen durchgelesen? Da war ja nicht so viel. Also Sie haben schon angemeldet, also wahrscheinlich Sie haben durchgelesen, ich habe so gedacht, also, aber ich möchte Sie kurz informieren. Wir haben zwei Systeme auf unserer Plattform, automatisches System und manuelles System. Auf automatisches System, hier gibt es einen Roboter, ja, wir heißen das Algorithmus. Und diese Roboter werden alles für Sie fertigen. Also auf der anderen Seite, Sie werden eine persönliche Kundenbetreuer bekommen und diese Person werde Ihnen für die alle Schritte unterstützen. Das bedeutet, Sie brauchen nichts zu tun. Also das ist natürlich Ihre Entscheidung, entweder mit Robotersystem oder mit manuelles System können Sie traden. Und unser Mindestbetrag ist 250 Euro für Ihre Kontoaktivierung. Ja. Also wenn Sie möchten, Ihre Konto aktivieren, Sie brauchen nur also einmal 250 Euro einzahlen für Ihre Kontaktwährung und auch können Sie mit diese 250 Euro investieren. Ja, okay. Das war's. Ja, und mehr Informationen können Sie nicht geben? Über Ihre Firma zum Beispiel? Über unsere Firma. Also wir sind eine internationale Investitionsplattform. Unsere Hauptsitz ist in England, aber wir haben auch Unternehmen in Deutschland, Österreich, Frankreich, Polen, Israel und so weiter. Okay. Können Sie auch unsere Webseite besuchen und die alle Informationen noch, zuerst durchlesen? Ja gut, ja, ich habe Sie doch... alle Informationen, Sie können auch da finden. Ich habe Sie doch gerade am Telefon, ist doch viel einfacher. Da muss ich nicht Haben wir vorher mit Ihnen gesprochen? Das weiß ich nicht. Ich denke so, also wir haben vorher auch gesprochen, aber Sie reden immer so, also Sie... ich denke also, Sie können auch selber sich informieren, also... dann, wenn Sie sich entschieden haben, wir können zusammen Ihre Konto aktivieren. Oder Sie, können Sie auch selber Ihre Konto aktivieren. Ja, gut. Wie gesagt, aber wenn Sie möchten nicht... Sie können mich auch gerne weiter unterbrechen, da werde ich bestimmt nichts bei Ihnen einzahlen. So viel mal klargestellt. Also bitte lesen Sie zuerst durch und wenn Sie sich entschieden haben, kontaktieren Sie mich, ja? Ja, dann werde ich wahrscheinlich nicht, wenn Sie mir keine Antworten Sie geben können noch mal auf meine anmelden. Fragen. Sie haben mich schon wieder unterbrochen. Ich glaube, ich werde mit Ihnen nicht zusammenarbeiten. Nee. Von daher, Sie sind also eine unfreundliche Firma. Sie sind schon wieder dabei, mich zu unterbrechen, während ich rede. Okay. Ich bin Aktivierungsabteilung. Ja, und Sie also können mir ich keine kann Fragen Ihnen beantworten. Nur helfen, um Ihre Kontakte wählen. Aber für weitere Informationen, Sie werden nochmal einen Anruf bekommen von unseren Kundenbetreuern. Ja, ja gut, für weitere Informationen. Dann zum leiten Beispiel, Sie mich an den weiter. Nee, nach der Kontaktwährung. Also Nein, ganz bestimmt werde ich kein Konto aktivieren, bevor ich nicht meine Fragen beantwortet habe. Sie möchten nicht, oder? Also Sie möchten nicht Ihre Kontakte wählen. Ich möchte erst meine Fragen beantwortet haben. Ich bin ein Sie Investor. So. Sie unterbrechen mich schon wieder. Das ist äußerst unfreundlich. Ich sagte gerade, ich bin Investor und ich möchte natürlich genau wissen, mit welcher Firma ich handle und wie Ihre Firma aufgestellt ist. Ja, aber Sie haben schon angemeldet, Herr Salisch. Also ja, Sie und? Müssen wissen, also... Und deswegen muss ich automatisch Geld investieren? Natürlich, mit Robotersystem, automatisches System. Ach, das muss ich dann automatisch? Nicht müssen Sie, also... Ja, eben, genau. Ich mache das nicht, solange ich nicht keine Informationen über Ihre Firma erhalte. Genau. So, also ich habe schon gesagt, also unsere Firma ist, also... heißt es Portraits, ja? Ja gut, aber Sie haben schon selber angemeldet. Das ist nur der Name. Ich möchte wissen, wo sind Sie reguliert, wo sitzen Sie, wo ist Ihre Adresse?
Wir Das haben möchte auch ich wissen. Lizenznummer. Auf der Webseite können Sie auch das finden Ja, und das können unsere Sie mir doch Hauptsitz auch in geben. England. Das können Sie mir doch auch geben. Ich habe Sie doch jetzt Okay, gerade am Herr Kalitsch. Telefon. Ich muss weiter Ja, ist arbeiten. mir Bitte klar. Ja, klar. informieren Sie mich Ich kenne das zuerst, schon. ja? Ich kenne das schon von den anderen Betrügern. Sie sind also auch nur eine Okay, Betrüger-Webseite. tschüss. Okay, Betrüger. Tschüss. Hallo? Schönen Tag, spreche ich mit Herrn Losmann. Ja, wer ist da bitte? Lara Campbell am Apparat von Beratungsunternehmen. Über Kryptowährungen möchte ich Sie informieren. Wissen Sie über Kryptos, ja? Was weiß ich über die Kryptos? Zum Beispiel, wie kann man im Kryptomarkt profitieren? Ja, ich weiß, dass das geht. Ja, wir als Unternehmen haben ein Projekt, an dem Sie auch teilnehmen können. Darf ich Sie über unser Projekt informieren? Ja, können Sie gerne machen. So, sehr schön. Wissen Sie ja, dass im Kryptomarkt, wenn Sie in die richtige Zeit in die richtige Münze Geld investieren, traden sozusagen, werden Sie gute Profit bekommen. Ja? Ja, das kann Das durchaus sein. ja, wir als Unternehmen werden Ihnen diese richtigen Informationen geben. Sie erstellen Ihr eigenes Konto auf dem offiziellen Krypto-Plattform und auf diese Konto anlegen Sie Ihre Investitionen. Dann von unserer Seite bekommen Sie einen Person. Wir nennen ihn Kontomanager Ein und was von bekomme Ihrem ich? Konto einen Person, Kontomanager sozusagen. Diese Aha. Person wird Ihnen immer richtige Informationen geben. Zum Beispiel, das sind, wann sollen Sie Geld einzahlen, auszahlen, Geld umtauschen. Verstehen Sie, ja? Welche Münze wird potenziell haben? Solche Informationen werden Sie von Ihrem Kontomanager bekommen. Verstehen Sie, ja? Ja. So, mit Hilfe dieser Informationen bekommen Sie Möglichkeit, monatlich von 40 bis 60% zu profitieren. Und unsere Interessen sind von 2 bis 10% von Ihrer Gewinne. Das heißt, nicht von Ihrer Investition, sondern wenn Sie Gewinne machen, werden wir auch unsere Gebühren nehmen. So, und haben Sie Fragen bisher? Ja, bestimmt. Bitte? Das war jetzt alles, was Sie mir sagen konnten, ja? Kurz gesagt, ja. Okay. Okay, das. So, wenn Sie gerade Interneteingang haben, ich kann auch Ihnen alles bezeigen, präsentieren. Werden Sie visuell sehen und besser verstehen. Ja, ich habe Internet, ja. So, sind Sie am Laptop oder im Handy? Ich habe einen Computer. So, öffnen Sie einen neuen Tab, öffnen Sie Ihre Browser, ich werde buchstabieren. Ja, gut, dann mache ich das mal. Schreiben Sie Devidora. Ja, Augenblick. Ja. Devidora. Noch mal Devidora. Genau, Evi Emil. Ja. X. Ja. Minuszeichen. Ja. Evi Theodor. Ja. Erwin Richard. Ja. Avi Anton, Devidora, Ja. eviemil.com. Okay. Und das ist Ihre Firma. Nein, wir sind AA Partners Group und in dieser Plattform, Dextrade, arbeiten wir heutzutage. Wie gesagt, hier in dieser Plattform, Sie erstellen selbst Ihr persönliches Konto und Mindestbetrag ist 250 Euro, maximal ist 2000. Dazwischen, Und welches ist ja, jetzt bitte? Ihre Firma? AA Partners Group. Ah ja. Und Sie sind eine schwedische Firma. Nein, aus Schweiz, aus der Schweiz bekommen Sie Anruf. Ja, Sie rufen Wir aber mit sind einer in Genf. schwedischen Nummer an. Wahrscheinlich, Sie bekommen von unserem System Anruf und wahrscheinlich das ist schwedische Nummer. Ja. Das ist aber doch schon, das ist ja in Deutschland sogar verboten. Wenn Sie nicht aus Schweden sind und Sie sind aus der Schweiz, dann müssen Sie mit einer Schweizer Nummer anrufen. Dieser Anruf bekommen Sie von unserem System, damit dieser Anruf wird kostenlos. Ja, Deswegen. das kostenlos, aha.
für sich. Ja, ja. Das ist ganz schön albern, was Sie sagen. Merken Sie das selber? Ja. Als Angerufener bezahlt man nie für einen Anruf. Ja, ich verstehe. Ja, und also ist das doch Quatsch, was Sie jetzt erzählen. Was finden Sie falsch, bitte? Es ist Quatsch, dass Sie sagen, Sie rufen mit einer Systemtelefonnummer an, damit ich Geld spare. Das ist Blödsinn. Kostenlos nicht für Sie, sondern für uns auch. Ja, aber Sie haben gesagt, dass ich Geld spare. Deswegen rufen Sie mit so einer Nummer an. Das haben Sie gesagt. Ja. Ja, ich habe das gesagt. Ja, aber auch das ist falsch. Für uns auch ist das kostenlos. Ja, na gut, aber es ist trotz allem in Deutschland verboten. Sie rufen mit einer schwedischen Nummer an, das heißt, Sie müssen in Schweden sitzen. Sie sagen, Sie sind aus der Schweiz, da müssen Sie mit einer Schweizer Nummer anrufen. Das ist seit okay, dem... Okay, dann kann ich gerade Ihnen unsere Firmennummer geben. Nee, ja? ich will Sie nicht anrufen. Ich will Sie nicht anrufen, weil ich weiß jetzt schon, dass Ihre Firma nicht legal arbeitet. Okay. Genau, das weiß ich jetzt schon. Sie sind eine Scammer-Firma. Wenn Sie so denken, okay. Ja, ja, genau so denke ich. Sie haben noch keine alle Informationen bekommen. Sie haben nur einen Namen gehört. Was haben Sie gesagt? Namen nur von unserem Unternehmen gehört. Und denken Sie, das ist Scam, okay? Ja, richtig, genau. Und vor allem, ich habe mit Ihrer Firma schon so oft telefoniert. Sie merken das okay, gar nicht. Sie merken das gar nicht. Und von wem haben Sie? Von wem haben Sie bitte Anrufe bekommen? Ja, von Ihrer AA Partners Group. Okay, sagen Sie mir die Namen bitte. Nein, die, von die wem, merke ich von nicht. Von welchem Kollegen bitte? Das kann ich Ihnen sagen, wenn ich meine Videos nachgucke. Ich habe das alles nämlich bitte aufgezeichnet. Bitte gucken Sie nach. Nein, hören Sie ich doch. Kann das wenn Sie mich endlich mal ausreden lassen würden. Frau, schreien Sie nicht. Bitte. Doch, sind schrei Sie normal, bitte? Dummer Scammer. Entweder sind lassen Sie mich gesund? Ausreden, wenn Sie Fragen stellen, dann lassen Sie mich ausreden. Nein, werde ich nicht machen, nein, weil okay, das dann machen ist das Gespräch hiermit beendet. Tschüss, Betrüger. Tschüss, Betrüger. Ciao. Hallo? 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 Eine schöne guten Tag, spreche ich gerade mit Herrn Reinhardt. Das ist mein Vorname. Mit wem wollen Sie sprechen? Mit Herrn Reinhardt Stecken. Okay, der ist dran. Mein Name ist Katrin und ich rufe Sie an von der Investitionsplattform. Sie haben bei uns Interesse gezeigt, online zu investieren. Von welcher Investitionsplattform? Unsere Plattform heißt Sigbear. Sie haben bei uns Interesse gezeigt, online zu investieren mit unseren automatischen Optionen. Und wann habe ich das Interesse gezeigt? Das System und ich habe mich gemeldet, um zu fragen, ob Sie sind noch interessiert, Ihre Konto zu aktivieren. Ich habe nur die Hälfte gehört. Wann habe ich das Interesse gezeigt? Vor ein paar Monaten. Ach, vor ein paar Monaten? Und da melden Sie sich genau. Jetzt schon? Wir haben auch damals gemeldet, aber Sie waren nicht erreichbar. Aha, okay. Und Sie sind immer noch in unserem System. Ich habe mich gemeldet, um zu fragen, ob Sie sind noch interessiert, Ihre Konto zu markieren. Ich weiß noch nicht so ganz genau. Sie sagen, wie war Ihre Firma nochmal? Weil der Name, der kommt mir nicht bekannt vor. Sigbear. Ja, ich glaube nicht, dass ich mich... Die kommt mir gar nicht bekannt vor. Also auf Ihrer Plattform habe ich mich sicherlich nicht registriert, sonst wüsste ich den Namen ja. Ja, wie habe ich gesagt, vielleicht haben Sie eine Werbung gesehen über unsere automatischen Optionen und dort haben Sie Ihre Daten eingetragen. Ach so. Haben Sie Interesse, online zu investieren? Grundsätzlich schon, ja. Okay, haben Sie schon Erfahrung? Haben Sie bis jetzt gehandelt oder investiert? Nö, noch nicht, nee. Noch nicht, okay. Darf ich Sie fragen, wie alt sind Sie? Ich bin schon über 18. Über 18. Bei uns muss Minimum 21 sein. Auch da bin ich drüber. Okay, super. Freundlich.
Für diese automatischen Optionen brauchen Sie nicht unbedingt Erfahrung zu haben, weil alles läuft automatisch. Diese Software wird für Sie skanieren, die Finanzmarkt, und werde für Sie finden die bessere Opportunität, was gibt es in dem Moment an den Finanzmarkt. Bei uns können Sie investieren in Kryptowährungen, Aktien und Rohstoffe. Mhm. Die Einzige, was Sie muss machen, das wäre, erstes Mal, Sie muss Ihr Konto vollständig zum Aktivieren, und das können Sie machen mit dem Minimum Startkapital von 250 Euro. Dieses Geld, bitte. Sie sind ein wenig abgehakt, Sie haben eine schlechte Telefonleitung. Von wo aus rufen Sie denn an? Von Österreich, das können Sie schon sehen, oder? Von wo ich rufe Sie an? Ja, ne, ich frage nur, von wo denn in Österreich? Dann ist da, haben Sie eine Filiale? Oder, ja, ist genau, da, ja. Oder ist da der Hauptsitz? Nein, wir arbeiten mit ganz Europa. Ja, und wir haben Filiale, bitte. Und wo ist der Hauptsitz Ihrer Firma? In Brüssel. In Brüssel? Mhm. Ja. Und warum rufen Sie da nicht mit an? Na gut, okay, ist egal. Also Sie haben in Österreich eine Filiale. Ja. Okay, gut. Und ich bin ja interessiert an Partnern, um langfristig zu traden. Da ist natürlich dann die Frage, wo Sie registriert und reguliert sind. Das können Sie an unserer Plattform sehen. Das können Sie mir doch sagen. Wir haben gesagt, das können Sie an unserer Plattform sehen. Wo haben Sie Ihre Daten eingetragen? Das können Sie mir doch sagen. Ich habe Sie doch jetzt gerade am Telefon. Ja. Ja, dann sagen Sie mir das. Ich werde für Sie per E-Mail unsere Plattform schicken, und dort können Sie alles über uns sehen. Sagen Sie es mir doch einfach. Wissen Sie das nicht? Nein. Wissen Sie nicht? Okay. Sie weiß besser als ich. Was bitte? Sie weiß besser als ich, oder? Was weiß ich besser als Sie? Woher soll ich wissen, wo Sie registriert sind? Wenn Sie das nicht wissen... Nein, Sie weiß besser, dass ich weiß oder ich weiß nicht und alles. Was? Ich verstehe Sie nicht. Sie sprechen ein so schlechtes Deutsch. Ja. Wir gehen jetzt an dem Schule. Bitte? Hallo? Hallo, spreche mit Herr Zuckschmidmeier. Ja, wer ist da? Victor am Apparat. Ich melde mich von Alpha Plus bezüglich Ihr Trading-Konto. Ne? Es geht um Online-Investitionen. Alpha Plus? Sagt mir nichts. Mhm. Sagt Ihnen, also Sie haben bestimmte Erfahrungen in diesem Bereich, oder? Der Name sagt mir gar nichts. Ich verstehe Sie, aber Sie sind bei uns mal angemeldet. Das ist seit Monaten her, ne? Entschuldigung, ich habe mich bei Alpha Plus habe ich mich nicht angemeldet. Also Sie haben sich über eine unserer Werbungen angemeldet. Also falls das nicht wahr wäre, hätte ich Ihre Kontaktdaten nicht. Aber ja, den Namen kann Ihnen wahrscheinlich über welche wirklich ich mich nicht sagen. Angemeldet? Über eine unserer Werbungen, das kann auf Facebook wahrscheinlich sein oder auf Google. Nee. Es geht um Kryptowährungen, also die Werbung war höchstwahrscheinlich für... Ich habe mich weder über Facebook noch... Ich benutze gar kein Facebook. Also ich habe auch Google gesagt, also das kann direkt an der Webseite sein. Sie haben wahrscheinlich die Werbung, also unsere Werbung für Kryptowährungen geschaut und dann... Haben welche Sie Währung dann? Weil Ihr Name sagt mir gar nichts. Ich habe mich nicht ja, bei weil Alpha wir haben bisher ja, weil wir haben bisher nicht gesprochen. Ne? Also Ihre Nummer und Ihre Kontaktdaten liegen hier bei uns seit 6 Monaten her. Ich melde mich jetzt, weil wir könnten früher nicht anmelden, weil wir halten so viele Anmeldungen bei unserer Plattform. Aber ja gut, falls Sie nicht interessiert sind, dann können wir das Ganze lassen. Aber ja, ich falls Sie, ja Sie dann ein bisschen mehr über uns erfahren wollen, dann lassen Sie mich Ihnen das alles erklären. Ne? Na, dann erzählen Sie mal, auch wenn ich nicht weiß, woher Sie meine Daten haben.
Ich glaube, ich habe Ihnen erzählt, woher ich Ihre Daten habe. Nee, haben Sie nicht gesagt. Aber gut. Also, Herr Zuckschmidmeier, Ihre Daten sind ja bei uns gelandet, nachdem Sie sich bei einer unserer Werbungen angemeldet haben. Ich kann persönlich ja auch nicht genau wissen, wie Sie bei uns gemeldet haben, weil wir haben, ja, aber glauben Sie mir, wir haben verschiedene also Werbungen überall am Internet und also ich kann nicht Bescheid wissen, auf welche davon sind Sie gemeldet. Also wir haben Werbungen für Kryptowährungen, also Kryptoinvestitionen, wir haben für Forex Investitionen, Rohstoffe, Indizien, also alles Mögliche. Ne? Und ich kann ja nicht Bescheid wissen, auf welche davon sind Sie am meisten interessiert und haben Sie Ihre Kontaktdaten hintergelassen. Aber was ich Ihnen sagen kann, ist, dass Sie können einfach ein Konto bei uns aktivieren und weil ich glaube, Sie haben mal also wahrscheinlich nicht jetzt, aber Sie haben mal Interesse diesbezüglich gezeigt und falls das stimmt, dann können Sie normalerweise Profite in diesem Bereich erzielen, mit also persönlich oder mit einem Berater, also Finanzberater. Ich kann, also falls Sie wollen, können Sie unsere Webseite mal besuchen und mehr darüber erfahren. Also in der Zwischenzeit bin ich auch also hier, um Ihnen alles darüber zu erklären. Ja gut, und welches ist jetzt Ihre Webseite? Okay, Sie können einfach googeln. Ich kann es ja direkt eingeben. Okay, dann geben Sie Alpha Plus, also ich kann es auch buchstabieren. A genau. Wie Anton. Ja. L wie Ludwig. Ja. P wie Petra. Ja. H wie Heinz. Ja. A wie Anton. Ja. Also plus PLUS. Ja. FX. FX, ja. FX. .com. .com. Mhm. Okay, das ist Ihre Seite. Genau. Da können Sie der Seite von Englisch auf Deutsch übersetzen. Sie haben die Möglichkeit. Also, Sie was, sehen natürlich... Was denn nun? Wissen Sie gar nicht, was Sie sagen wollen, oder was? Sie stottern sich so ein zurecht. Rechts können Sie... Ja, können Sie der Seite auf Deutsch übersetzen. Also, auf der ersten Seite haben Sie unsere Homepage, Markets. Also, falls Sie bei Markets klicken, dann werden Sie nochmal an... unsere Handelsinstrumente weitergeleitet, dann haben Sie Accounts, Education Company, also About Us können Sie mehr über uns erfahren, Contact Us können Sie uns direkt kontaktieren. Das können Sie mir jetzt erstmal erzählen, wenn ich Sie am Telefon habe. Woher sind Sie denn, Ihre Firma? Unsere Hauptsitz sozusagen ist in England, aber wir haben natürlich auch verschiedene Filialen in Europa. Also falls Sie an About Us klicken, dann werden Sie unsere Adresse haben. Das ist 125 Old Broad Street in London, United Kingdom. Ja. Unter dieser Registrationsnummer, die ist 0, die lautet 0544-1990 und das können Sie auch in FCA wahrscheinlich suchen für unsere Lizenzen. Also, dann mache ich das doch gleich mal. Wenn Sie mir das schon anbieten, dann gehe ich doch gleich mal auf die Seite der FCA. Sagen Sie mir noch mal die Nummer. Ja, okay, gut. Sind Sie bei FCA, oder? Ja. Okay, also die Nummer lautet... Na? Sind Sie dort? Ja. Also 05, okay, Entschuldigung, 0544. Ja. 1990. 1990. Na, dann schauen wir doch mal. Oh, gibt's gar nicht. Die Nummer ist gar nicht registriert bei der FCA.
Sekunde mal. Okay, gehen Sie kurz bei Legal Documents. Nein, ich gehe direkt auf die Seite der FCA. Sie sagen, Sie sind bei der FCA registriert und reguliert. Dann gehe ich direkt auf die Seite der FCA. Okay. Also Sie sind jetzt bei FCA, oder? Richtig. Und die Nummer stimmt nicht, die Sie mir gegeben haben. Sekunde, ich frage mal kurz nach. Also ich habe die Nummer auf unserer, Plattform, deshalb habe ich Ihnen das mitgeteilt. Sekunde jetzt. Ich frage kurz mal nach. Warten Sie in der Leitung.